Du hast mit jemand anderem geschlafen, deswegen sind wir hier. Aber da gehört doch noch ein bisschen mehr dazu, oder? Ihre Ehe steht vor dem Aus. Luise hatte eine Affäre, Tom ist ausgezogen. Aufgeben wollen sie aber noch nicht. Im Theater Phoenix wird aus einem Roman des britischen Kultautors Nick Hornby ein Bühnenstück. Ist das alt genug, um zu wissen, wie man sich zu benehmen hat? Ohne zu viel wegzunehmen, im Prinzip um einen, nennen wir es mal, Ehestreit. Das, um es ganz knapp zu fassen. Ein Ehestreit, der durch die Beratung zu versuchen, diese Ehe wieder zu retten. In Österreich wird etwa jede dritte Ehe geschieden. Eines von 10 Paaren versucht es mit einer Paartherapie. Weil du sowas immer machst. Du machst das immer wieder, sagst du dann. Und dann. Es ist ja eine englische Komödie und ich glaube, wir alle kennen ja diesen englischen Humor. Und natürlich bietet sich das an, dass man da quasi mit einem bissigen Blick drauf guckt. Und natürlich sind die Pointen oder so wie der Hornby das geschrieben hat, ja auch darauf abgezielt. Ich habe nicht das Ende unserer Ehe verkündet, sondern bloß auf eine linguistische Redundanz hingewiesen. Es gibt ja dramatische Momente durchaus, auch zwischen uns, wo man so merkt, okay, jetzt ist aber irgendwie auch schon gut mit dem Witz und mit dem Spaß, aber dass man nicht gleich alles ernst nehmen sollte. Ist ja schon ziemlich lange her. Jede Woche treffen sie sich vor der Paartherapie in einem Pub. Dort diskutieren sie Fortschritte, Rückschritte und Themen für die nächste Sitzung. Ich glaube, sowas ist generell immer gefährlich, wenn man anfängt, sich zu vergleichen in Beziehungen, weil oft der Fall ist, dass man den Eindruck hat, dass es woanders besser läuft als bei einem selbst. Und lernt man sich besser kennen, dann mit eben einem anderen Paar kommen oft so Dinge heraus, wo man denkt, ach so, ist bei mir auch so, ach so, war dann doch nicht so gemeint. Also ich glaube, es gibt kein Friede, Freude, Eierkuchen. Am Ende bleibt die Frage, finden die beiden wieder zusammen oder ist es doch besser aufzugeben? Ich war ja am Anfang gewesen, Team aufhören. Aber ich glaube, es ist eine schwierige Frage. Du möchtest mit niemandem über unsere Ehe sprechen. Wenn sie stirbt, dann willst du, dass sie vor deinen Augen umkippt. Also ich glaube, ich bin eher im Team versuchen, dran zu arbeiten. Wie es dann tatsächlich ausgeht, ist noch bis April im Theater Phoenix in der Landeshauptstadt zu sehen. Wir beide nicht Romeo und Julia sind, deren Familien gegen die Verbindung kämpfen.